So, ich bin auf dem Weg zum Bauhaus. Beziehungsweise nicht zum Bauhaus. Ich bin so komisch. Ich sag zu allen Baumärkten Bauhaus. Obwohl Bauhaus ja ein Baumarkt ist. Deswegen, ich sag immer Bauhaus. Ich weiß nicht warum. Also, ich bin auf dem Weg in den Baumarkt. Und zwar zu Turmbaumarkt. Genau. Sorry, wenn es ein bisschen laut ist, aber ich sterbe hier drin. Es sind 28 Grad hier, schon den ganzen Tag, blauer Himmel, super, super heiß. Und ich wollte jetzt, wir haben mittlerweile 6:30, Rasen mähen. Ich habe es euch ja gerade gezeigt. Und wir haben den alten Rasenmäher von meiner Schwester und der ist einfach Schrott. Der hat auch so leicht gedampft. Meine Schwester hat auch gesagt, sie hat total vergessen, dass der gar nicht mehr so richtig ging. Und hat die letzten Male, als sie Rasen gemäht hat, immer den Rasenmäher vom Nachbarn genommen. Ja, da hätten wir echt unseren mitnehmen können, weil mein alter Rasenmäher, den habe ich dann beim neuen Nachmieter gelassen, weil wir uns gedacht haben, okay, wir müssen ja keine zwei Rasenmäher einpacken. Boah. Wir brauchen aber jetzt, also unser alter Garten, den wir ja hatten, das war ja wirklich so ein paar Quadratmeter, da war man echt schnell durch und jetzt ist es halt schon eine größere Fläche und das Ding ist halt gerade jetzt, wo dann halt eben der Rasen auch so hoch ist, man kommt halt echt kaum durch und der Rasenmäher, der alte, der bringt es halt gar nicht. Ich musste wirklich, ich habe ein Stückchen gemäht und dann habe ich wirklich alle anderthalb Meter ungefähr aufgehört zu mähen. Und habe dann den immer sauber machen müssen und so weiter, bevor ich halt eben weitermachen konnte. Und das hat mich gerade ein bisschen aufgehalten und deswegen haben wir gesagt, ich gehe mal schnell in den Baumarkt. Ja, meine Schwester kann ja nicht, meine Mutter wird auch gleich da sein. Und mein Mann in 10 Minuten beginnt sein Fußballspiel, wo er seit, keine Ahnung, schon den ganzen Tag darüber spricht. Und ich muss sagen, ich mache solche Sachen auch sowas wie in Möbelhäuser fahren oder Baumärkte und sowas mache ich auch schon gerne alleine, weil ich dann in Ruhe schaue und gucke und so weiter, was ich da möchte. Ich bin so ein Mittelmaß von meinem Mann und meiner Schwester. Meine Schwester ist noch extremer, die braucht 100 Jahre für alles, die kann sich nicht entscheiden. Das ist das Problem. Sie hat da 2, 3 Sachen zur Auswahl und sie kann sich nicht entscheiden. Und sie entscheidet sich dann ordentlich. Das dauert immer total lange, bis man dann eine Entscheidung mal fällt. Und mein Mann ist so, ah ja, nimm das, das ist okay, komm, wir gehen wieder. Also so richtig, die sind die einen und anderen Extreme und ich bin so dieser Mittelmaß. Ich gucke zwar, kann mich aber schon schneller entscheiden, aber ich bin auch nicht so rein raus, ja. Also ich gucke dann schon, dass man was Gescheites findet und ja. Rasenmäher werde ich jetzt suchen, vielleicht auch nach einem Hochdruckreiniger und schöne Blümchen für diese Dinger, die ich heute Morgen euch gezeigt hatte, die wir dann an die an den Zaun dranhängen. Genau, so. Ich erzähle euch oder zeige euch gleich, ob ich erfolgreich gewesen bin. So, mal wieder am Grillen. Für Lias gibt's ein Stäbchen. Genau, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Guten Appetit. Hallihallo, ihr Lieben. Ich melde mich endlich mal. Oh Mann. Dann habe ich mich das letzte Mal gestern bei euch gemeldet. Im Auto. Genau, ich habe einen Rasenmäher gekauft und so einen Laubbläser. Laubbläser heißt es, glaube ich. Also auch was ganz Schwaches, also jetzt kein was weiß ich was für ein Teil. Genau, wir haben gestern dann noch den Rasen zu Ende gemäht. Ich kann euch mal einen kurzen Einblick geben. So sieht das Ganze jetzt aus. Schön kurz. Man sieht es, hier haben wir mit dem alten Rasenmäher gemäht und der war sehr kurz. Und mit unserem neuen können wir eben einstellen, wie hoch, wie niedrig das Ganze sein soll. Das ist übrigens der alte, der kommt dann weg. Ja, der Grill ist noch offen, der hat nämlich gerade gegrillt. Und ja, hier ist es noch echt dreckig von gestern. Oh Mann, wir müssen echt mal schrubben dann die nächsten Tage. Aber ja, jetzt ist der Rasen wieder kurz und es ist so viel Rasen zusammengekommen. Das ist echt krass. Also wir müssen die nächste Zeit dann unbedingt darauf achten, dass wir wirklich immer direkt mähen, sobald es irgendwie ein bisschen gewachsen ist. Ja, Södele. Ja,
Genau, also das haben wir dann zu Ende gemacht. Das war auch eine ganz schöne Action. Also es war einfach super viel. Man musste halt ständig, man hat gemäht und dann musste kurze Zeit direkt wieder aufhören und schon den Beutel ausleeren, weil es einfach so hoch war, das Gras. Genau, dann bin ich noch am Rand entlang gegangen mit der Schere mit meiner Mama zusammen. Ich habe jetzt heute Morgen bei Amazon bestellt. Erstens noch ein richtig langes Verlängerungskabel, dass wir besser in die ganzen Ecken kommen und so ein Trimmer. Genau, ist auch so eine Platte, die sich dann dreht, dass man wirklich an die Ecken komplett rankommt. Genau, ja, und bei uns ist es ja so, wir haben ja neben dem Rasen die Steine. Und da müssen wir uns halt was überlegen, weil wenn man mäht, dann fliegen automatisch die ganzen Grashalme durch die Gegend. Ich drehe mich mal ein bisschen, auch nicht viel besser. Ja, und da sind halt ein paar Stück auf die Steine natürlich geflogen. Und da müssen wir uns jetzt was ausdenken, ob wir entweder was da drauflegen, wenn wir mähen. Oder dafür habe ich halt diesen Laubbläser gekauft, weil der kann pusten und saugen. Und da wollte ich halt das mal testen, das zu saugen oder eben dann halt wieder auf den Rasen zurückzupusten. Gestern Abend, als wir aber fertig waren, wirklich kurz bevor wir fertig waren, hat es plötzlich angefangen zu regnen. Und dann haben wir wirklich schnell, schnell, schnell alles nur weggeräumt und reingeräumt. Deswegen konnte ich das nicht austesten und weil wir aktuell, wir hatten ein Verlängerungskabel, der ist aber futschi und deswegen, wir müssen jetzt auf den neuen warten, der kommt glaube ich am Dienstag oder so. Ja, genau. Ja, das war dann gestern. Ich bin halt gekommen, wir haben direkt losgelegt und dann halt wirklich bis, ich glaube 8.30 Uhr, 9 Uhr haben wir draußen da rumgefummelt. Meine Mama auch die ganze Zeit geholfen und ja, genau. Und heute Morgen haben wir lecker gefrühstückt, dann waren wir drüben bei meiner Schwester, bei meiner Mama. Ich habe ein bisschen am PC gearbeitet, habe ein Video endlich geschnitten bekommen. Ich werde heute auf jeden Fall ein Video online stellen. Dann habe ich meine Nägel gemacht, einfach nur die, die so ein bisschen kaputt waren, habe ich neu gemacht. Das waren eigentlich die drei. Zwei Stück wären gar nicht notwendig gewesen, aber jetzt ist wieder safe. Ich weiß auch nicht, die kleinen, kleine Finger und Ringfinger hält irgendwie am längsten, aber ja, mit denen macht man auch am meisten. Genau, und jetzt habe ich gerade Essen gemacht, mein Mann hat gegrillt, wir haben alle zusammen gegessen. Die Jungs schlafen gerade, ich werde mich jetzt ready machen und Videos drehen. Genau, und später werde ich auch noch wahrscheinlich, ich glaube, Waffeln machen, werden wir auch noch Waffeln essen. Ich habe einmal hier den DM-Haul abzudrehen und schaut mal Leute, das darf man eigentlich niemandem zeigen, gell? Aber das sind alles Badeanzüge und Bikinis. Ja, da wollte ich auch mal durchgehen. Ich habe da nämlich Zwischengröße, ich habe da S, M, L und ich habe sogar zwei, drei Teile in XL aus der Schwangerschaft noch. Und ich möchte da mal ein bisschen sortieren, dass ich meine aktuelle Größe hier rauslege, weil das ist so ein großes Ding, was da oben drin ist. Und es ist echt schwer, das runterzuheben. Mag man nicht glauben, ist aber wirklich so. Deswegen, joa. Aber das werde ich irgendwann später oder sowas machen. Jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen ready. Jetzt nichts Großartiges und werde dann erstmal den DM-Haul abdrehen. So, endlich fertig. Ich habe den DM-Haul gedreht und auch hier mal alles weggeräumt. Es ist alles verräumt, aufgeräumt, da wo es hinkommt. Der Schminktisch ist wieder sauber und ja, das fühlt sich gut an. Ich werde jetzt nach unten gehen und ein paar Waffeln machen. Genau, mit so verschiedenen Toppings hatten wir ja schon mal gehabt, habe ich euch gezeigt. Ich kann es euch gerne auch gleich nochmal zeigen. Genau, das hat meine Family sich gewünscht, beziehungsweise mein Mann hat heute Morgen schon gefragt, ob ich heute Waffeln machen kann. Dann werde ich diesen Wünschen mal nachgehen und ja, mal sehen, ob ich heute Abend vielleicht noch was drehe. Ich bleibe jetzt erstmal geschminkt. Vielleicht habe ich ja heute irgendwie noch Lust und Motivation später, wenn alle irgendwie am Schlafen sind. Ich habe irgendwie bin gerade voll im Flow, irgendwie was zu drehen. Deswegen mal gucken. Aber jetzt werden erstmal ein paar Waffeln gemacht. Tja, Babysau möchte heute nicht schlafen. Und ich bin fertig. Da sind sie, die leckeren Waffeln. Ein paar Stück sind noch in Making. Und hier gibt es alles Mögliche an Topping. Maike, das war eklig. Alles Mögliche. Lecker, lecker, lecker. Guten Appo. Guten Appo. Baby Samu liegt hier neben mir. Wir haben mittlerweile Viertel von neun. Und der kleine Mann hat null Interesse zu schlafen. Null. Bei uns würde ich sagen, der Lias ist im Bett, aber der sitzt, wie ich sehe. Aber der ist müde, der wird sich bald hinlegen. Ja, es wurde alles ein bisschen später. Ich habe erst um sechs fertig mit Video drehen. Dann habe ich halt noch die Waffeln angefangen, bis wir alle zusammensaßen. Dann haben wir gegessen und jetzt so um kurz nach acht
meine Mama und meine Schwester sind dann drüber und mein Mann hat den erst hochgebracht zum Zähneputzen und dann war es aber auch schon, keine Ahnung, 20 nach oder sowas, bis er dann angezogen war und im Bett tatsächlich, Pampers und so weiter. Genau, also jetzt lag er auch die ganze Zeit, jetzt hat er sich kurz hingesetzt und da sah er, wir versuchen ihn seit 6.30 Uhr immer mal wieder hinzulegen, vergebens, er hat einfach null Interesse, null. Bin hier am Laptop, hab Fernseher nebenbei an, mein Mann ist Shisha rauchen gegangen. Ich muss mich jetzt mal abschminken, aber ich habe keine Lust. Ich bin gerade so faul, ich könnte mich hinlegen und schlafen. Ja. Morgen früh, meine Mama ist ja extra da, fahre ich mit meiner Schwester zum Arzt. Genau, da wird mal alles abgecheckt. Und dann kriegt sie eine Überweisung zum MRT. Das ist ganz wichtig. Da wird dann sich überhaupt herausstellen, ob operiert werden muss und so weiter. Das hat sie dann am Dienstag. Genau. Ja. Bin ich mit meinen Vlogs eigentlich so weit? Doch, ich glaube, ich bin mit meinen Vlogs weit zurück. Also, was heißt weit genug zurück? Ich bin meistens so 7 Tage ungefähr. Am Freitag. Genau, in 5 Tagen. Voll krass, haben mein Mann und ich einfach Jahrestag. Wir sind schon seit einem Jahr verheiratet. Dieses Jahr ging so rum. Also richtig, richtig heftig. Die Zeit ging so, so, so unglaublich schnell rum. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ja, zum Hochzeitstag, was können wir denn machen? Ja, es wird jetzt sehr wahrscheinlich schwierig. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwas machen können. Wir hätten theoretisch die Jungs ja hier bei meiner Schwester lassen können. Wir können theoretisch auch die Jungs zu meiner Schwiegermama bringen, das ist alles kein Thema. Aber meine Schwester hier alleine lassen ist schon ein Thema. Wenn irgendwas ist, dann ist niemand hier direkt in der Nähe. Und auch wegen dem Rocky, weil ja dann keiner Gassi gehen kann und so. Wir müssen mal gucken, ob wir es irgendwie vielleicht doch hinbekommen, irgendwas zu machen. I don't know. Wir wären schon gern essen gegangen oder sowas. Mal gucken. Ja, und ich wollte irgendwie meinem Mann eine besondere Sache irgendwie schenken, aber es ist so schwierig. Was schenkt man jemanden, der eigentlich alles hat, beziehungsweise dem man auch schon viele Geschenke gemacht hat und so weiter? ja, und ich wollte halt, dass es was Besonderes ist. Ich wollte ihn jetzt nicht einfach irgendwie eine Tasche oder einen Pulli oder irgendwie sowas schenken. Was? Es geht gar nicht ums Schenken an sich. Aber ich wollte irgendwie so was Besonderes, Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Und ich wollte schon sehr, sehr, sehr lange etwas machen. Darüber weiß mein Mann auch Bescheid. Das habe ich erzählt. Da war ich, glaube ich, mit Samu schwanger. Genau, auf jeden Fall. Ich möchte mich tätowieren lassen. Ich habe immer gesagt, dass meine Tattoos mir vollkommen lang. Im Gegenteil, ich bin ja dabei, auch welche wegzumachen. Habe ich euch ja letztens jetzt schon was zu erzählt. Mir war aber immer klar, dass ich mir irgendwann mal ein Tattoo machen lasse. Ja, mein Schatz. Wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Ich wollte immer Tattoos haben für meine Kids sozusagen. Und ich möchte mir auf jeden Fall die Namen von beiden Kids tätowieren lassen. Und ich möchte so ein Familientattoo, kann ich gar nicht nennen, Familientattoo. Ich wollte auch schon immer mein Sternzeichen haben. Ich bin Skorpion. Ich wollte schon immer mir entweder ein Skorpion oder dieses Zeichen. Das ist so ein M mit so einem Haken oder mit so einem Stachel sozusagen. Und ich habe dann irgendwann mal, ist mir in den Sinn gekommen, ist doch eigentlich auch voll schön, die Sternzeichen von den Jungs und von meinem Mann tätowieren zu lassen. Also nicht den Namen, das ist immer so, keine Ahnung. Nicht, weil ich denke, wir trennen uns irgendwann, um Gottes Willen, aber keine Ahnung. Genau, und das würde ich mir eigentlich gerne tätowieren lassen. Also unsere 4 Sternzeichen nebeneinander, so als Familie. Ich finde Family-Tattoos total schwierig, wenn man nicht unbedingt, keine Ahnung, jetzt die Namen nimmt oder Zahlen, kann man ja auch machen, Geburtsdaten oder sowas. Aber Geburtstag von meinem Mann ist ja auch irgendwie so, keine Ahnung, komisch. Also von den Jungs wird es ja noch Sinn machen, aber von meinem Mann, I don't know. Ja, und
wie gesagt, dadurch, dass ich Sternzeichen sehr interessant finde, beziehungsweise mich schon immer mal ein Sternzeichen von mir selber, also Skorpion, machen wollte, habe ich mir gedacht, jetzt von uns Vieren die Sternzeichen zu machen. Und zwar wahrscheinlich hierhin. Gott, schaut mal, das ist immer noch so vom Blut abnehmen. Also, so wie hier praktisch meine Weltkarte, nur dann auf der anderen Seite und auch wirklich so klein. Also nichts Großes, soll wirklich klein, maximal so fingerbreit praktisch, also beziehungsweise fingerhoch. Und dann die vier nebeneinander. Und ich finde das auch voll schön, weil man weiß ja nie, was in ein paar Jahren ist. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein drittes Kind, vielleicht auch nicht. Und theoretisch wäre das ja erweiterbar. Also ich könnte noch sozusagen noch ein Sternzeichen dranhängen. Das finde ich auch schön, dass es so nichts Abgeschlossenes ist, weil ich habe auch viele schöne Fotos gesehen, Tattoo-Vorlagen mit Herzen oder Endloszeichen und dann die Namen dazwischen. Aber das ist halt auch schon so, ich wollte mal was anderes halt eben haben. Und was nicht so hundertprozentig safe abgeschlossen ist, also wo man theoretisch es jederzeit erweitern könnte. Genau. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Und ich würde gerne aber trotzdem Samo und Lias auch eigentlich tätowieren lassen. Also die Namen an sich. Auch was Kleines, ganz fein gestochen, ohne Schnickschnack drumherum oder sowas. Ja, da bin ich noch so ein bisschen, weiß ich noch nicht genau, ob ich da vielleicht noch warten soll, weil ich noch nicht so hundertprozentig safe bin, wo. Aber das jetzt hier so im Innenarm mit den Sternzeichen, da bin ich mir eigentlich schon echt safe. Das Ding ist nur, ich habe gar nicht, ich habe schon wieder Corona nicht im Kopf. Bei unserem Tätowierer war es immer so, wir konnten immer kommen und wir sind eigentlich immer dran gekommen. Im schlimmsten Fall hat er gesagt, hey, ich habe gerade einen Kunden, komm noch mal in 1, 2, 3 Stunden oder so. Aber im Prinzip konnte man immer für so kleine Sachen, meine ich jetzt natürlich jetzt nicht für irgendwas, was paar Stunden dauert, aber für so kleine Sachen, die wirklich in 20 Minuten, 30 Minuten gegessen sind, konnte man immer kurz reinhuschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit Corona ist, deswegen werde ich da morgen früh direkt mal anrufen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Aber meine Mama ist morgen und übermorgen da. Das heißt, die 2 Tage habe ich auf jeden Fall Zeit, denen zu sagen, hey, ich kann von morgens bis abends, weil meine Schwester hat morgens die Termine beim Arzt und danach habe ich ja sofort Zeit. Genau. Ja. Ich hoffe, es klappt irgendwie, weil ich würde ihn ja gerne am Freitag damit überraschen, wenn das nicht vorher sieht. Das ist natürlich die ganze Zeit heiß. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dass ich das verdecke. Auch ganz klug überlegt. Ja. Genau. Ich dachte mir so, das ist eigentlich was ganz Süßes. Ich hatte das, ich weiß damals, als ich das erwähnt hatte, wo ich gesagt habe, ja, ich würde gerne die Sternzeichen von uns allen machen, so ein Familientattoo. Und hat dann auch gesagt, von mir auch. Und war, hat er sich voll gefreut darüber. Kann ich mich doch ganz genau dran erinnern. Genau. Mein Mann hat übrigens kein einziges Tattoo. Er ist, er mag Tattoos, aber es ist nicht seins für sich und für seinen Körper. Er hat mal rumgeblödelt und gemeint, ja, er lässt sich auch was tätowieren, wenn er dann Kinder hat, aber ob er das jemals machen wird, ich glaube nicht. ja, aber es ist ja schon so, es ist zwar nicht kein Porträt von ihm oder sein Name direkt oder sowas, aber es ist ja schon einfach ein Tattoo, was so unsere Familie darstellen soll und er ist ja dann trotzdem auf meiner Haut. Auch wenn wir uns in 20 Jahren trennen würden zum Beispiel, dann kann ich ja auch nicht sagen, ach ja, das Sternzeichen steht für irgendjemanden. Nee, das ist ja, man weiß oder ich weiß es für mich, dass das die 4 Sternzeichen von uns 4 als Familie sind. Und das ist dann unter meiner Haut. Ja, mein Schatz. Ja, generell, sowas sollte man sich immer gut überlegen, wenn man Tattoos für jemand anderen macht. Egal, ob es jetzt für die beste Freundin ist oder für die Mama oder für die Kinder oder für den Partner oder keine Ahnung was. Man sollte sich das immer, immer gut überlegen. Ich habe definitiv ein paar Tattoos bei mir, die ich mir nicht gut überlegt habe, die ich aus einer Phase herausgestochen habe. Ja, aber die werden ja beseitigt, die werden weggemacht. Beziehungsweise teilweise ist es auch einfach, dass die Stellen mir nicht gefallen. Also ich würde mir nie wieder irgendetwas hier stechen lassen. Also so Dekolleté, Hals, solche Geschichten würde ich mir nicht stechen lassen. Genau. Oder ganz große Sachen. Also zum Beispiel das am Bauch. Das würde ich mir nicht weglasern lassen, weil es einfach eine viel zu große Fläche ist und das ist zu krass. Aber würde ich mich jetzt entscheiden können, so zu schnipsen, dass es weg ist
oder die Frage, soll ich's, würde ich es behalten, dann würde ich mich wahrscheinlich dafür entscheiden, dass ich es nicht mehr haben wollen würde. Einfach, weil es zu krass ist, es ist zu groß und überhaupt, ja. Das ist es halt, gell. In der Jugend hat man natürlich so ein paar andere Geschmäcker, als man im Alter hat. Deswegen werde ich mir jetzt auch nicht riesengroß Lias und Samu und unsere Sternzeichen tätowieren lassen, sondern ganz klein und fein und einfach so dieses, ja, die Bedeutung dahinter. Und ja, es ist ja meine Familie. Ich glaube, da das werde ich hoffentlich niemals bereuen. Ich gehe ja vom heutigen Zeitpunkt davon aus, dass ich mit meinem Mann für immer zusammenbleibe. Und ja, deswegen. Genau. Das ist der Plan. Jetzt habe ich es euch das erste Mal erzählt. Ich habe es natürlich die ganze Zeit nicht erzählt, weil es sind so viele, die diese Videos gucken, die eben meinen Mann auch kennen und nicht, dass sich da jemand verquatscht oder so. Deswegen, ja. Das ist der Plan. Das gehe ich dann morgen auch mal an. Genau. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich von heute. Ich melde mich morgen wieder. Ich kann euch ja dann auch mal Update geben. Wegen meiner Schwester und dann wegen Tattoo und so weiter und so fort. Ich versuche hier, macht Sinn, nochmal zu versuchen, ins Bett zu kommen? Nochmal zu versuchen, dich zum Schlafen zu bringen? Ich versuche es einfach nochmal. Ich muss mich dringend abschminken, meine Haare mal zumachen und mich an den PC setzen. Ich muss arbeiten, ganz, 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 ganz dringend. Genau. Ja, und ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Also macht's gut. Ciao, ciao.